Lieber Nobby Fürhoff, das ist ein Trikot für Legenden und Sie sind eine Legende, Sie sind eine der großen Rot-Weiß-Essen-Legenden. Wir haben uns leider noch nicht persönlich kennengelernt, aber ich habe seit dem ersten Tag hier, wo ich bei Rot-Weiß-Essen bin, ganz, ganz viel von Ihnen gehört. Und dieses Legendentrikot anlässlich 60 Jahre Deutsche Meisterschaft, was wir eben aufgelegt haben, ist natürlich auch Ihnen zu Ehren nochmal aufgelegt. Und deswegen freue ich mich, dass der Herr Kempf diesen mitnimmt, eben zu Ihnen nach Würzburg. Ich wünsche Ihnen viel, 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 viel Kraft bei dem Kampf, den Sie gerade kämpfen. Wie ich gehört habe, auch schon viele, viele Etappensiege da errungen. Ich wünsche Ihnen ganz, ganz viel Kraft dafür. Und ich sage mal, spätestens in 5 oder 10 Jahren, wenn Rot-Weiß Essen vielleicht dann auch in der zweiten Liga ist, sehen wir uns hier. Ich würde mich aber freuen, wenn wir uns vielleicht schon im kommenden August 2015 hier im Stadion Essen sehen. Nobby Fürhoff, herzlichen Dank, nur der RWE. Lieber Nobby, ich möchte dir von der ganzen Rot-Weiß-Familie viele, viele Grüße bestellen. Seht zu, werd gesund, bleib am Ball und wir alle würden uns freuen, wenn wir dich hier im neuen Stadion von Rot-Weiß Essen in Essen an der Hafenstraße mal wiedersehen würden. Mach's gut, viele Grüße, wie gesagt, von der gesamten Rot-Weiß-Familie. Alles Gute. Nobby, hier dein persönliches Trikot, nicht? Dein Freund bringt dir das ja mit jetzt und viel Spaß damit und dann kannst du nochmal richtig auf der Kacke hauen in deiner neuen Heimat da unten und trinkst mit deiner Frau mal ein Gläschen Wein, ne, auf den alten Verein, okay? Und wenn er hochkommt, bringt ja, das Trikot mit. Ist doch klar, wenn du hochkommst, musst du es anziehen natürlich mal, wenigstens für 5 Minuten. Also dann, und sei nicht so faul, beweg dich. Tschüss. Ja? Hallo Nobby, alter Kämpfer. Alles Gute weiterhin, werd wieder gesund, bis dahin. Schöne Grüße, Frankie. Vielen Dank, Herr Mehl. Hey Nobby, hier ist der Kalle. Ich gehe seit 1974 nach Rot-Weiß und deine Spielweise, es war immer geil und ich habe mich so darüber gefreut und du bist einfach ein geiler Typ und ich wünsche dir alle beste Wünsche, damit du wieder gesund wirst, ja? Liebe, liebe Grüße aus Essen von deinem Kalle. Danke dir. Jetzt? Hi Nobby, hier ist der Andy. Ich wünsche dir alles Gute in Würzburg und ich würde mich mal freuen, wenn ich in Würzburg aufsteigen sollte, dann würde ich euch mal besuchen. Wir kennen uns noch von der alten Garde, von der Haupttribüne, da wo wir Haya gemacht haben und. Tschüss und alles Gute, toi toi toi. Gut, André. Mein Name ist Ralf Kipka. Hallo Nobby, alles Gute wünsche ich dir für deine Genesung. Du bist ein ganz großer gewesen. Ich habe dich immer geschätzt. In den 70er Jahren war es ein großer Techniker. Einer der allergrößten, der überhaupt bei Rot-Weiß gespielt hat. Ich wünsche dir wirklich alles Gute für deine Gesundheit. Viel Glück. Mach's gut, Nobby. Tschüss. Hallo Nobby, ich wünsche dir alles Gute. Alles Gute für die Gesundheit vor allen Dingen. Und denk an die Zeiten von Union Frintrop, Adler Frintrop und überhaupt die schöne Kneipe an der... sag noch mal schnell, wie heißt der? Am Wasserturm, mir fällt der Name jetzt nicht ein. Da haben wir schon mal gerne mal ein Bierchen zusammen getrunken. Tschüss, mach's gut. Hallo Nobby, einen wunderschönen guten Abend. Zum Spiel gegen FC Krai befinden wir uns hier an neuer Gedenkstätte von Rot-Weiß Essen. Ich kenne die Zeit noch etwas anders hier mit alter Betonmauer und dann irgendwann liefst du mit der 10 hier auf. Langer blonder Schopf, geniale Pässe, das war dein Spiel. Für deine Gesundheit, für dich und für deine Lieben, alles Gute hier aus dem neuen RWE-Stadion. Mach's gut, Nobby. Nobby, ich bin der Andreas aus Essen. Ich habe dich früher hier noch gesehen in der Bundesliga an der Hafenstraße. Zusammen mit dem Fleming und mit anderen Spielern, die ich jetzt leider auch nicht mehr in Erinnerung habe. Aber ich wünsche dir alles Gute für die Gesundheit und mach weiter so. Ja, mein Name ist Thomas Mika, bin Essener Urgestein, Fan seit ewigen Zeiten, seit meinem 6. Lebensjahr. Und Nobby, ich wünsche dir alles Gute, super Besserung. Ey, schade, dass du nicht dabei sein kannst. Ich hoffe, wir sehen dich hier nochmal in unserem neuen Stadion, weil ich denke mal, das kennst du, glaube ich, noch gar nicht. Ne? Ich hoffe, du bist wieder gesund und dir geht's gut. Hallo Nobby, du hast es verdient. Wir grüßen dich und alles Gute von Marion und Jörg aus dem Stadion Essen. Für dich alles Gute. Alles Gute. Der Dieter,
seit 40 Jahren oder 50 Jahren Rot-Weißer. Hallo Nobby, wir wünschen dir alles aus Gute und gute Gesundheit, dass du auch bald wieder im Rot-Weiß-Stadion sein kannst. Okay. Vielen Dank. Ja, ich bin der Günther und ich kann mich dem Wort meines Vorgängers nur anschließen. Gute Besserung. Tschüss. Vielen Dank. Nobby Alter. Lauter. Sportsfreund Rot-Weiß. Ich wünsche dir alles Gute und werd wieder gesund und komm bald wieder auf den Bahn und ich hoffe, dass wir dich im Essen mal sehen können. Alles Gute, tschüss. Nobby, wir wünschen dir alles Gute, gute Besserung und seh zu, dass du wieder am Damm kommst. Gute RWE, wir stehen zu dir. Rot-Weiß. Hi, hier ist Andy. Nobby, grüß dich. Wir kennen uns vielleicht noch von früher. Hier ist Andy. Alles Gute. Toi, toi, toi. RWE Andy. Hallo lieber Nobby, ich bin 1969 erstmal im Stadion bei Rot-Weiß gewesen und aus den 70er Jahren erinnere ich mich so ganz toll an deine Qualitäten und ein herzlicher Gruß aus Essen. Bis bald mal und alles Gute und vor allen Dingen alles Gute für deine Gesundheit. Tschüss. Danke. Hi Nobby, ich habe dich damals in der Westkurve gesehen, du warst für uns der Größte. Danke. Hallo Nobby, du bist und bleibst der Größte. Alles Gute, Gruß aus Essen von Uli. Lieber Nobby Fürhoff, ich habe dich in den 60er Jahren spielen sehen. Alles Gute und vor allen Dingen, werd wieder gesund. Ja, lieber Nobby, wir haben dich leider nie live spielen sehen. Dafür sind wir ein bisschen zu jung. Zu jung, ja. Aber natürlich kennen wir hier alle deinen Namen bei RWE. Und wir möchten dir an dieser Stelle alles Gute für die weitere Zukunft, auch ganz, ganz viel Gesundheit. Das ist die Krassi, ich bin der Moritz. Genau. Alles Gute. Alles Gute für dich. Servus Nobby, alles Gute. Ich war ein großer Fan früher an der Mainaustraße, wenn man dir zuschauen durfte, wie du mit dem Ball umgegangen bist. Das war erste Sahne. Ich wünsche dir alles Gute noch. Eine schöne Zeit und viele, viele, viele tolle Jahre. Servus. Hallo Nobby, hier ist dein Trikot. Wir wünschen dir gute Besserung und dass du bald mal wieder selbst hier hinkommen kannst. Nobby! Nobby! Schöne Grüße aus Essen, gute Besserung! Alles Gute! Nobby? Ja? Das ist das Legendentrikot für dich. Ich darf es dir offiziell im Namen von Rot-Weiß Essen überreichen, weil du es in Essen leider nicht selber in Empfang nehmen konntest. Ja. Es ist mir eine große Ehre, dass ich dir das Trikot geben darf. Du hast es mehr als verdient. Große RWE-Legende, Nobby Führer. Bedanke mich bei RWE und bedanke mich bei dir. Ich habe nichts dazu beigetragen. Ja, dass du mir das mitgebracht hast. Das habe ich gern gemacht, Nobby. Dankeschön. Hm? Halt es in Ehren. Ja, tue ich. Und nachher machen wir noch ein schönes Foto für RWE. Okay. Gut, nimmst du es auch schön auf. Ich hoffe es. Jetzt gehörst du offiziell zu den Legenden bei RWE. Und keiner hat dich vergessen. Ich freue mich für das Trikot und dass mich meine Fans noch so im Herzen haben. Und ich bedanke mich. Wir bedanken uns bei dir, Norbert.